Ein knackiges Sci-Fi in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute schauen wir uns mal die St. Patrick's Day Inhalte an. Die sind nämlich heute frisch in das Spiel erschienen und ich dachte mir so, komm, wir machen ein kleines Infovideo, wo gleich alles drin ist, damit ihr nicht jedes Mal auf die Drop-Chancen-Seite müsst etc. pp. Und manche wissen ja auch gar nicht, wo die Seite überhaupt ist. Deswegen schauen wir uns in aller Ruhe alles an. Ich zeige euch auch die Drop-Chancen von den kleinen Goldtöpfchen. Ich zeige euch die Tarnung von den Schiffen. Und wie ihr hier oben schon seht, ich habe mir, gut, 3 muss man abziehen, 3 habe ich von Wargaming geschenkt bekommen. Also 17 Kisten oder 17 Goldtöpfchen habe ich mir noch geholt. Und wir schauen mal, was so meine Glückssträhne sagt. Ihr wisst ja, ne, Kistenglück ist bei mir immer extrem minderwertig. Gut, wir gehen jetzt hier einfach mal in den Shop und ihr seht schon auf der Startseite, dass ihr euch die Collinwood holen könnt für 16.000 Dublonen. Ihr bekommt die Collinwood, ihre Tarnung. Dann bekommt ihr, das ist nur ein Kapitänsoutfit, Freunde, nur dass ihr das wisst, ne, es ist kein eigener Kapitän, es ist ein Outfit, den Basil Pine Pickle und ihr bekommt nochmal 24 St. Patrick's Day einfache Tarnung. Wenn wir das jetzt mal zusammenrechnen, die Collinwood, die ist schon ausgebaut, also die Tarnung, ne, die kosten ja normalerweise 5.000, die Collinwood selber kostet 12.500, also wären wir hier schon mal bei 17.500 und Basil, ich glaube, der kostet auch 5.000. Also ihr seht, wenn ihr die Collinwood noch nicht habt und ihr gerne alles drei haben möchtet, dann ist das an sich für Wargaming-Verhältnisse ein wirkliches Angebot. Das muss man fairerweise so sagen. Dann gibt es hier noch, ach stimmt, die Frau gibt es ja auch noch, die habe ich ganz vergessen. Dann gibt es hier noch die zwei alten Outfits, einmal Kara McMordoff und dann halt Brady McMordoff, ne? Brady. Brady mag ich ehrlich gesagt ganz gerne, weil der so schöne grüne Geschossspuren hat. Die Kara McMordoff, die zeige ich euch auch gleich nochmal. Die habe ich nämlich gerade nicht aufgenommen, aber es ist kein Problem. Das werden wir gleich nochmal nachholen. Also, wenn ihr 15.250 Dublonen investieren wollt, könnt ihr euch jetzt hier auch, das muss man auch fairerweise sagen, weil die Belfast und auch die Tiger 59 gab es sonst nur mit einer sehr, sehr geringen Drop-Chance in den Goldtöpfchen. Das heißt, wer die richtig, richtig feiert, kann sie sich jetzt hier auch kaufen. Gut, 15.250 Dublonen, das ist viel Geld, keine Frage. Aber, wie gesagt, ihr bekommt die zwei gleich auf High Level. Das bedeutet 5.000, 5.000 sind 10.000, ja, 20.000. Ich weiß nicht, was einfache Tarnungen kosten. Also, ihr seht, für Wargaming-Verhältnisse könnt ihr auch hier wieder sparen. Gut. Das sind die zwei, die ihr auf der Hauptseite seht. Dann könnt ihr noch bei Angeboten schauen. Ich glaube, da sind auch noch. Nein, sind es nicht. Da müsst ihr hier bei Spezial gucken. Und hier ist nochmal alles einzeln aufgelistet. Ihr könnt euch die Tarnung für die Emerald auch kaufen. Ja, ihr seht es, ne? Also komplett ausgebaut kostet hier eine Tarnung 5.000 Dublonen. Ihr könnt euch, wenn ihr die Collinwood schon habt und sagt, ey, ich habe hier überhaupt kein Interesse an einem Outfit, könnt ihr euch auch die Collinwood-Tarnung auch einfach so kaufen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, hier gibt es echt einen Daumen nach oben. Ja, Preise, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da gehen wir auch gar nicht drauf ein, weil jeder muss selber für sich entscheiden, ob es ihm das wert ist oder nicht. Aber was ich schön finde, dass Wargaming dazugelernt hat und diese Tarnung eben nicht nur in diesen Goldtöpfchen versteckt, sondern man sie sich jetzt auch hier wirklich einzeln kaufen kann. Ne? Wer das wirklich feiert, ich muss jetzt ehrlich sagen, die neuen gefallen mir nicht so, aber zum Beispiel Belfast und Tiger 59, die fand ich einfach nur unfassbar geil. Und deswegen finde ich das geil, dass man sie sich hier halt kaufen kann. Gut, die zwei seltenen, in Anführungszeichen, kann man sich halt nur im Bundle kaufen. Aber trotzdem gibt es die Möglichkeit jetzt, anstatt nur permanent die Goldhöfchen zu kaufen, hier die Schiffe auch dann, oder beziehungsweise die Tarnung für die Schiffe auch einzeln zu kaufen. Das finde ich wirklich geil, deswegen gibt es hier auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und ihr seht es auch, das ist auch ganz wichtig, dass auch die Collinwood hier im Angebot ist. Denn wenn ihr nämlich jetzt hier auf Schiffe geht, ist sie nämlich hier nicht im Angebot. Hier kostet sie nämlich immer noch 12.500. Deswegen, Freunde, falls ihr die Collinwood einzeln kaufen möchtet, ne, dann geht bitte auf Spezial und kauft sie euch hier im Angebot, ne? Sonst kauft ihr sie nämlich für den Vollpreis. Das gleiche gilt auch für die Belfast. Das finde ich ein bisschen doof gemacht. Auch die Celtic, die kann man sich wieder kaufen. Celtic habe ich auch ein Video auf meinem Kanal. Könnt ihr euch in aller Ruhe angucken. Und auch die Tiger 59 ist im Angebot. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen doof, dass man es hier drüben nicht eingetragen hat, ne? Weil so ist halt die Gefahr groß, dass man hier einfach den Vollpreistitel bezahlt, obwohl sie gerade im Angebot sind. Also da sollten sie doch das bei den Schiffen auch gleich reduzieren. Aber trotzdem, ne? Also wer die drei Schiffe haben möchte oder die vier Schiffe, sie sind aktuell im Angebot, also schlagt zu, wenn ihr eins von den Schiffen haben wollt. Gut,
Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal die Drop-Chancen von diesen kleinen Töpfchen an. Die Töpfchen gibt es nur für Echtgeld bei Dublonen zu finden. 4,49 für einen Kobold, Dunst, Kobold, Gunst, so rum. Und hier 15 Stück für 64,99. Und ich glaube, letztes Jahr oder davor das Jahr gab es ja so eine kleine Diskussion, dass, wenn man sie sich einzeln gekauft hat, günstiger wegkam, als wenn man sich hier das 15er-Paket gekauft hat. Falls ihr euch noch daran erinnert. Dieses Jahr haben sie drauf aufgepasst. Ich habe es nämlich mal ausgerechnet. Wenn ihr euch jetzt hier 15 einzelne kaufen solltet, bezahlt ihr 67,35 €. Und wenn ihr euch 15 holt, seht ihr ja, bezahlt ihr 64,99 €. Also ihr habt hier dann auch einen kleinen Rabatt mit drinne, ne? Also, es ist geil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Freunde, die Goldtöpfchen fand ich persönlich immer geil, weil die Inhalte auch einfach sehr, sehr gut sind. Ne? Also da ist kein Scheiß drinne, den man überhaupt nicht braucht. Nein, hier sind wirklich immer Sachen drinne, die man halt gut gebrauchen kann. So, ich werde euch jetzt hier mal die Drop-Chancen rechts einblenden. Ich muss das ein bisschen zusammenschneiden, weil das Wargaming jetzt mittlerweile alles so ein bisschen blöd gemacht hat. Man muss immer hin und her scrollen. Deswegen habe ich es jetzt gerade so mit Biegen und Brechen alles auf ein Bild bekommen. Also, 88% bekommt ihr 1250 Dublonen plus 3 Tarnung St. Patrick's Day. Also diese einfachen St. Patrick's Day Tarnung. Dann für 5% bekommt ihr, also ihr seht schon, ihr bekommt immer 1250 Dublonen aus jedem Töpfchen wieder. Das bedeutet, wenn ihr euch die 4,49 kauft, bekommt ihr trotzdem automatisch 1250 Dublonen. Und ihr seht, wir können es hier auch gerne vergleichen, das ist der Dublonenwert von 4,49 €. Das bedeutet, im Großen und Ganzen, klar, ihr gebt zwar echt Geld aus, ne? Also im Großen und Ganzen wandelt ihr einfach Geld in Dublonen um. Ne? Also ihr macht im Großen und Ganzen kein Minusgeschäft. Also ihr habt dann einfach nur noch zusätzlich Inhalt, die ihr dazu bekommt. Und das finde ich halt, wie gesagt, bei diesen Goldtöpfchen total geil. Das war aber auch schon immer so. Ne? Also hier Goldtöpfchen finde ich persönlich immer hervorragend. Also 88%, 1250 Dublonen und 3 Tarnung St. Patrick's Day. Dann 5%, 1250 Dublonen, 3 Tarnung St. Patrick's Day und 1 Million Creditpunkte, was auch nicht verkehrt ist. Gerade wenn man sich jetzt hier Theater holen will, ne? Die sind teuer. Dann haben wir hier für 4,5%, 1250 Dublonen, 3 Tarnung St. Patrick's Day und 7 Beförderungsbefehle. Dann für 1%, 1250 Dublonen, 3 Tarnung St. Patrick's Day und eine Auszeichnung. 0,5%, 1250 Dublonen, 3 Tarnung St. Patrick's Day und 20 Beförderungsbefehle. Und 0,5%, 1250 Dublonen, 3 Tarnung St. Patrick's Day und ein Abzeichen. Und dann kommen jetzt noch diese super Preise, wo ich leider noch nie das Glück hatte. 0,25% kriegen wir 25.000 Dublonen und 3 Tarnung St. Patrick's Day. Dann 0,15% sind 50.000 Dublonen und 3 Tarnung St. Patrick's Day. Und 0,1% sind 100.000 Dublonen und 3 Tarnung St. Patrick's Day. Also ihr seht, es sind wirklich tolle Inhalte drinne. Ne? Also da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Ich hoffe ja mal, dass wir in den 20 Töpfchen jetzt zumindest einmal die 100.000 Dublonen. Ich will einmal in meinem Leben diese 100.000 Dublonen ziehen. Das wäre hervorragend. Das wäre wirklich, wirklich cool. Das werden wir aber auch gleich testen. So, Freunde, dann zeige ich euch mal die Tarnung von den Schiffen. Ich habe sie mir extra hier alle aufgeschrieben. Moment, damit ich hier nicht unnötig suchen muss. So, wir gehen mal kurz hier in KI. Also, ihr seht schon, hier ist die Collinwood. Habe ich auch ein ganz kleines Video für euch vorbereitet, weil ich schauen wollte, ob sie auch solche Besonderheiten haben wie diese YouTuber-Tarnung, ne, dass sie vielleicht hinten als Fahrwasser dann Goldmünzen ausstrahlen oder hier so an dem Schiff so seitlich Goldmünzen runterfallen und sowas. Das hätte ich richtig geil gefunden, aber leider, leider ist es nicht der Fall. Also es ist wirklich nur die Tarnung, das war's. Wir haben auch keinen grünen Rauch oder sonstiges, also es ist wirklich nur die Tarnung. Und ich muss sagen, So richtig gefallen tut mir die von der Collinwood nicht, bin ich ehrlich. Also da finde ich die von der Tiger und auch von der Belfast und auch von der Celtic einfach um Welten schöner. Ich mag dieses Chromgrün, das finde ich einfach unfassbar geil. Da hätte ich mich auch gefreut, wenn die Collinwood das auch bekommen hätte. Aber, ne, das ist ja alles Geschmackssache für die Leute, die es gefällt. Hier seht das und dann würde ich sagen, zeige ich euch kurz das Video. Ihr seht das Video jetzt mit dem Brady McMordoff, also die farblichen Geschossspuren sind von dem Kapitänsoutfit, nicht von der Tarnung von dem Schiff. Also, bis gleich. Brady is ready. Someone help me with the recon.
So, da sind wir wieder. Dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir die Emerald. Die ist ja Stufe 3, wenn ich mich nicht irre. Moment. Ne, das ist sogar 4er. Stimmt, wie heißt sie? Danae ist 3. So war's, genau. Also, die Emerald gibt es auch eine Tarnung von. Ja, die hat was, finde ich. Ne, die erinnert mich so ein bisschen an eine richtige Tarnung. Also das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Aber auch hier leider wieder das Problem, dass es wirklich nur eine Tarnung ist. Ne, dass hier nicht irgendwo, keine Ahnung, so Münzen runterfallen oder sowas. Das hätte ich echt gefeiert. Also ich finde es so schade, dass sie für diesen YouTube-Content so geile Animationen auf die Tarnung bringen. Ne? Für Tarnung, die eigentlich im Großen und Ganzen kaum einer interessiert, weil die Leute einfach die YouTuber 0,0 kennen. Das finde ich so sehr schade, ne? Weil jetzt hier bei St. Patrick's Day hätte es richtig geil gepasst, aber wie gesagt, leider, leider nicht. Und ich habe jetzt hier den Basil Pine Pickle drauf, was ich ein bisschen bei ihm schade finde. Ich finde, er hat nicht diese typische Kobold-Stimme. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht gehabt. Und die Geschossspuren sind halt gelb. Also wie gesagt, wenn ihr jetzt gleich das Video seht von dem Schiff, von der Emerald, dann seht ihr auch die farbigen Geschossspuren. Auch hier zu sagen, das liegt an dem Kapitänsoutfit, nicht an der Tarnung von dem Schiff. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, schaut euch kurz das Video an, dann sehen wir uns gleich wieder. Stations, as if the leprechaun's call to battle has been heard. We've been spotted, like the leprechaun caught in the moonlight. I need intelligence data, like the leprechaun's call for knowledge. So, dann sind wir wieder da und ja, dann zeige ich euch noch die alten Tarnungen, einmal von der Belfast. Ja, hier ist die Tiger, fangen wir mit der Tiger an. Ne, und das finde ich so geil, guckt euch dieses Chromgrün an, das sieht einfach so geil aus, ne. Ich finde diese Tarnung einfach so, so geil. Also dieses Chromgrün bin ich ein riesen Fan von und das hätte ich mir auf der Collinwood halt auch gerne gewünscht, ne. Hier auch, wir haben hier wirklich nur die Tarnung. Was sieht man denn hier, kleine? Ne, ist abgedeckt. So, also, es ist wirklich nur eine Tarnung, keine Besonderheiten dabei. Und ja, dann zeige ich euch noch die bei der Tiger. Wir können mal kurz das Kapitänsoutfit wechseln, damit ihr halt auch nochmal die dritte Person seht. Und zwar die gute alte Kara McMordoff. Ne, die hauen wir jetzt hier drauf, damit ihr das auch einmal gesehen habt. Und wie gesagt, die farblichen Farbspuren sind nur von dem Kapitänsoutfit, nicht von der Tarnung. Gut, Freunde, dann zeige ich euch hier, wie gesagt, nochmal kurz die Belfast sei schon, die Tiger 59 und dann sehen wir uns gleich wieder. Welcome to the show. Please provide intelligence. So, da sind wir wieder. Also, das habt ihr auch gesehen. Ja, die Belfast brauche ich euch nicht zeigen. Wie gesagt, es ist wirklich nur eine Tarnung. Die zeige ich euch jetzt hier. Ne? Sieht auch sehr, sehr geil aus. Und dass sie hier halt jetzt auch diese goldenen Türmchen hat. Also, das ist eine richtig geile Tarnung. Die gefällt mir persönlich. Ich mag, wie gesagt, ich mag dieses Chromgrün. Das sieht einfach so geil aus. Da bin ich ein riesen Fan von. Und ja, finde ich schade, dass das die Collinwood halt nicht bekommen hat. Also die Collinwood-Tarnung finde ich tatsächlich ein bisschen schade, ein bisschen enttäuschend, ein bisschen langweilig. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Ich finde sie persönlich ein bisschen langweilig. Weil ihr seht es auch, hier auf dem Deck hat sich nichts getan. Ne? Hier bei der Tiger haben wir, glaube ich, auch schon, genau, da haben wir auch das grüne Deck mit diesem Symbol hinten drauf. Genauso wie bei der Belfast. Ne? Also das hätte man bei der Collinwood und auch bei der Emerald halt auch noch machen können. Gut, hier haben wir jetzt kein grünes Deck, aber wir haben halt hier hinten noch das Logo mit drauf. Ja, Freunde, und dann gibt es, wie gesagt, noch die Celtic. Das ist ja eine Baltimore für die Briten. Hat auch andere Stats gegenüber der Baltimore. Wie gesagt, wenn ihr die sehen möchtet, gibt es ein eigenständiges Video zu ihr. Ein tolles Schiff, kann ich wirklich nicht anders sagen. Ist wirklich nicht verkehrt. Und die hat halt auch wieder dieses richtig geile
ja, Chromgrün, ne, bin ich ein Riesenfan von, ne, und dann hier vorne halt auch die große Galionsfigur, herrlich, schön, schön. Ja, Freunde, das waren die Inhalte von den Töpfchen und dann würde ich sagen, kommen wir zu den Töpfchen selber und schauen mal, ob der Adler ein bisschen Glück hat. Ich klopfe mal auf Holz und wir schauen mal, was uns die erste oder der erste Topf beschert. Wir bekommen bestimmt nur Tarnung. Und, jawohl, genau. Einmal nur Tarnung bekommen, hervorragend. So bin ich es gewohnt und ich glaube, das wird sich jetzt hier auch 20 Mal durchziehen. Achso, ja, die Tarnung kann ich euch auch nochmal kurz zeigen. Moment, die einfache Tarnung. Das ist diese Kurzgrün-Tarnung. Wir können jetzt mal hier schnell die Edinburgh benutzen. Moment, ja, ich habe so viele Tarnungen, Freunde. Ja, das ist die St. Patrick's Day-Tarnung. Ja, hat auch was, ne? Bei manchen, hier bei den Japanern habe ich sie früher mal gerne benutzt gehabt. Also die ist auch nicht verkehrt. Ne? Also das ist die einfache Tarnung. Gut, kommen wir weiter zu den Drop-Chancen, wollte ich gerade sagen. Zu unserem Glück, was die Goldtöpfchen angeht. Also erstens war schon mal ein kleiner Fail. Aber es ist ja nicht schlimm. Zweiter ist auch ein Fail. Ich sag's euch, das wird sich jetzt so durchziehen. Leider, leider, leider. Aber wir kriegen halt jedes Mal schön Dublonen. Und das ist halt das Schöne, ja. Drittes Mal, auch wieder kein Glück. Ich sag's ja, ich habe einfach kein Glück. Ich habe einfach wirklich kein Glück. Und ja, natürlich. Gleich das erste wieder. Gut, es sind halt auch 88%, ne? Und jawohl, 5 Stück. Nur das erste gezogen. Noch nicht mal eine Auszeichnung dabei oder sowas. Und ui, jetzt haben wir mal 7 Beförderungsbefehle. Es geht los, Freunde. Unser Glück geht los. Ah, ein paar Kistchen haben wir noch. Und wieder nur das erste. Aber ihr seht, mein Dublonenkonto füllt sich, ne? Also es hat, deswegen finde ich es auch nicht schade, weil wie gesagt, man bekommt ja hier trotzdem die Dublonen. Deswegen ist das in meinen Augen auch gar nicht so schlimm. So, komm, ich will zumindest einmal, komm, gib mir die 100.000, gib mir die 100.000. Ach, Mann! Also ihr seht, ey, bislang haben wir echt überhaupt kein Glück. Ich sag's immer wieder, ich habe kein Drop-Chancen-Glück. Ich hab ich einfach nicht. Hab ich wirklich einfach nicht. Ja, schon wieder das Einzelne. Ne, wir haben bis jetzt nur ein einziges Mal Beförderungsbefehle mit drin gehabt. Und sonst halt gar nichts, ne? Also sonst wirklich immer nur das allererste. Und das ist schon schade. Und jawohl. Also ihr seht, beim Adler ist das Glück nicht da. Oh, 1 Million Credits. Da freue ich mich auch drüber. Kann man immer gut gebrauchen. Ah, seht ihr da? Also 2 Kisten haben wir schon mal, die mal nicht Standard sind. Ah, schade. Ja, komm schon. Ah, wieder 1 Million. Jetzt geht's los. Jetzt werde ich Millionär, was die Credits angeht. Ah, 5 Stück haben wir noch, Freunde. 5 Stück haben wir noch. Komm, gib uns einmal. Einmal. Dublonen, große Dublonen. Ah, wieder 1 Million, also ja, das Spiel will, dass ich hier T8er kaufe. Ah. Aber ihr seht's, ne, mein Dublonenkonto, das füllt sich. Deswegen ist das gar nicht so verkehrt. Ah, komm, 2 Stück haben wir noch. 2 Stück haben wir noch. Ja, wieder 1 Million. So, jetzt aber, komm. Jetzt will ich Dublonen sehen, Freunde. Jetzt will ich Dublonen sehen. Und ja, ihr seht's. Also, mein Glück ist nach wie vor nicht dabei. Aber trotzdem, wir haben schön Dublonen abgesahnt. Also, im Großen und Ganzen, das ist das Schöne an diesen Töpfchen. Ne? Auch wenn man nur Tarnungen zieht, trotzdem hat man dann noch den Dublonenwert in diesen Töpfchen drin. Das heißt, man ärgert sich halt wirklich gar nicht. Ne? Und das finde ich halt sehr schön. Und so sollte eigentlich im Großen und Ganzen halt in meinen Augen auch so Kisten überhaupt aufgestellt sein. Dass da halt wirklich nicht so ein absoluter Müll drin ist, wie Boosterfähnchen und etc. pp. Ne? Klar, wir hatten jetzt wirklich mehr als Pech. Wir haben nur Credits gezogen und sonst eigentlich und einmal Beförderungsbefehle. Sonst halt nur, sag mal, nur, ja, Tarnung ist natürlich im Großen und Ganzen auch gerade ein bisschen Müll. Wir können uns ja nochmal ein Töpfchen kommen. Wir kaufen uns nochmal ein Töpfchen. Aber das ist auch wirklich das letzte Töpfchen. So.
Und dann werden wir das gute Töpfchen nochmal ziehen. Vielleicht ist das das Töpfchen, was wir brauchten. Vielleicht ist es das. So, Töpfchen, wo bleibst du? Da ist das Töpfchen. Aber ich glaube nicht, Freunde. So, wir gucken mal. Und... nee. So, ihr seht's, mein Glück ist einfach nicht auf meiner Seite. Aber trotzdem, im Großen und Ganzen, Freunde, habt ihr jetzt alles gesehen. Und ich muss sagen, ja, es ist ja kein richtiges Event, ne? Man kann sich ein paar Sachen schön kaufen. Und ich gehe davon aus, dass einer von euch hundertprozentig das Glück hat, die 100.000 Dublonen da rauszuziehen. Luca hat es jetzt schon zweimal geschafft, das ist ja krass, ne? Sui hat es einmal geschafft gehabt. Also ich kenne da schon einige, die die 100.000 immer wieder rausgezogen haben. Mir ist es leider noch nie passiert, ne? Ich hätte mich auch darüber gefreut. Aber im Großen und Ganzen, Freunde, ist St. Patrick's Day jedes Jahr wirklich eine schöne Bereicherung, weil ihr halt im Großen und Ganzen keinen Verlust macht. Und auch wenn ihr eine Tarnung zieht, habt ihr trotzdem dann noch schön Dublonen auf eurem Konto. Also im Großen und Ganzen, Freunde, gibt es hier wieder einen Daumen nach oben. Was ich sehr, sehr schön finde, dass man halt, wie gesagt, die Tarnung jetzt auch einzeln kaufen kann. Wer darauf Lust hat, kauft sie sich. Und wer eben keine Lust hat, der kauft sich eben nur diese kleinen Töpfchen. Und Freunde, immer drauf achten, gebt nicht zu viel Geld aus, ne? Es ist nur ein Spiel, ich sag's immer wieder, weil, ja, man hat ganz schnell X gedrückt oder A und auf einmal haben wir dann so, keine Ahnung, 50, 60 Euro, 70 Euro, 80 Euro, 100 Euro dann einfach mal ausgegeben, ne? Also deswegen, Freunde, immer mit Bedacht kaufen. Wenn ihr es euch nicht leisten könnt, dann lasst es lieber sein. Gut, Freunde, das soll es gewesen sein. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Ich sage mal, Mittwoch gibt es das erste Community-Video. Dann Freitag, dann Sonntag. Und so machen wir dann alles weiter. Also, Freunde, bis die Tage. Euer Adlerware. Macht's gut!